Bim bam. Wie? Der Blick. Dir wird's bald besser gehen. Du hast lang geschlafen. Ich habe Hunger. Willst du nachfragen? Über ihn? Ich habe Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit Cloud passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Sie wissen auch nicht, ob es ihm gut geht. Ist er noch am Leben? Wie lange habe ich geschlafen? Also, tja, muss etwa eine Woche gewesen sein. Was ist mit Sephiroth? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst du dich an das riesige Licht in der Nordhöhle? Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Und jeder weiß, Sephiroth schläft im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Wir können leider nichts tun, wir müssen warten, bis er aufwacht. Zu allem Überfluss treibt sich auch noch das Ungeheuer Weapon hier herum. Weapon? Erinnerst du dich an das Riesenungeheuer, das mit Sephiroth auf dem Grund des Kraters war? Jetzt ist es hier oben. Es heißt, es sei ein sagenumwobenes Biest aus der Vergangenheit. Weapon beschützt Sephiroth? Weiß nicht. Auf jeden Fall ist es hier oben und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft Rufus es. Ich sag's nicht gern, aber der Bursche hat Mut. Wir hätten das Vieh erledigen sollen, aber wir haben echt keine Zeit. Zeit? Hey, der Meteor! Oha, da kommt was Großes auf uns zu. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Cloud würde auftauchen und euch alle retten. Auch Professor Hojo wollte Cloud sehen. Was wirst du mit Cloud machen? Sephiroths anderes Ich? Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als verantwortlich dieses Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm, sie fühlen sich sicherer, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über diesen Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also genießt euren letzten Augenblicke. Ich fessel euch die Hände. Oh, dann spielen wir jetzt Barrett. Mit gefesselten Händen. Dann halt nicht speichern. Komm, weg da. Sind alle da? Die sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt. Ja, zum Henker sind diese Leute.
Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Scarlett, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch dieses Chaos, das die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an. Wie er sich aufregt. Kamera hierher, das muss aufs Band. Das Publikum liegt tränenvoll Abschiede. Was machst du da? Das hier ist meine Spezialkammer. Nimm dir Zeit und genieß deinen langsamen Tod. Schlampe! Bam! Der hat den Schlüssel fallen lassen. Nun, die Show kann beginnen. Alarm, Alarm! Weapon ist im Anmarsch an das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh nein, es ist Weapon. Lauft! Hey, los, alle! Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlett? Du bist nicht abgehauen, ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle. Im Moment. Kaugas. Hoch, Schlafgas. Kätzes. Idiot. Na, die sind nicht. Ah, doch, Barrett. Hat ein bisschen Material, den Blitz hat er noch von... Oh, jetzt ist er müde. Halt, vielleicht können wir hier... Nee, wir möchten schlafen. Es ist schon spät, Zeit fürs Bett. Ich will die mit Hyper versorgen. Wer weiß, wie viel die aushalten. Da wäre so eine Limit schon nicht schlecht, wenn wir schon eigentlich keine Materie haben. Und wieder muss ich auf die Musik verweisen, die ist wieder mal so geil. Diese Musik läuft immer, wenn die Zeit drängt, sozusagen. Haben wir eigentlich schon mal mit Kätzes gekämpft? Ich bin hier, um zu helfen. Warum gerade du? Du gehörst nicht zu Shinra. Warum? Nun, ich bin gegen die Todesstrafe und außerdem, ich hasse dieses Weib. Nun, na komm, wir müssen tiefer helfen. Ich beobachte den Eingang. Und wir müssen erstmal hier ein bisschen Materie verteilen. Halt aber erst... Wir haben einige... Oh, nee, warum finde ich da immer mit keine? Das Gelbe ist schon das Beste. Naja. Wenigstens ein Goldarmband.
Riegel, Stärke, Schutzweste. Dann absorbiert Schutz vor Gift. Ach, das war hier Cloud. Ah, Cloud ist jetzt verschwunden. Ja, kriegt er halt Stärke. Schaden tut's nicht. Hier Zeit, Wiederbelebung. Nein, halt Genesung kommt auf. Hier und alle. Nein, alle bitte. Oh, das ist bald beim Maximum. Eine Feintechnik. Extra HP. Bahamut und. Ja. Passt so. Nein, halt, wir haben noch einen Platz. Ah, Behandlung. Wir können anscheinend tauschen. Dann tausche ich mal das alles von tiefer an Barrett. So, dann haben sie wenigstens Materie. Weiter geht's. Komm, öffne die Tür. Komm schon, geh auf! Schnell! Sie geht nicht auf! Es ist weg, hm? So viele Überfälle in letzter Zeit. Können wir was dagegen machen? Ich denke schon. Ihr Befehle? Kein Grund zu fragen. Wir versuchen es mit unserer Karossenkanone. Kanone laden, Kanone in Stellung, Zielweapon. Eine einzige Waffe. Erledigt! Die Kanone! Feuer! Alles schweigt. Haben wir getroffen? Scheint so. Weapon, komm näher! Komm dann auf zu! Geschwindigkeit 50 Knoten! Das ist unmöglich, wir haben es voll erwischt! Was ist mit der Kanone? Wir müssen nachladen. Der nimmt zu lange andere Waffen. Jawohl, Sir! Alle Artillerie-Geschütze laden! Zielweapon! Lass es nicht laden! Landen! Oh, voll der Battle jetzt! Geschwindigkeit 70 Knoten, die Weapon kommt.
Gas! Barrett, Hilfe! Halt die Luft an! Halt die Luft an, solange du kannst! Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten! Mist! Bitch! Ihr Narren, ich habe bereits den Schalter gedrückt. Verdammt, wir müssen was anderes finden. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Diva, ich werde dir helfen, versprochen. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Oh nein, auch hier ist zu. Dummköpfe, nun ist die Kleine nicht mehr zu retten. Verdammt. Okay, nur zum Plan B. Lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen und tiefer zurücklassen? Vertrau mir, wir haben eine Chance. Der Flughafen ist wo? Da nicht. Wo gehst du hin? Zum Flughafen geht's in die andere Richtung. Andere Richtung, okay. Dann müssen wir... Komm, regenerieren wir. Hey, vielleicht sehen wir dann mal Kate's Limit-Attacke. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Würfel. Schöner Schaden.